In der feuchten, kalten Dunkelheit darf ich euch heute nun hier und jetzt begrüßen, meinen liebsten Zuschauer, zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Etwas Altes neu aufbereitet und hier nochmal schön verpackt für euch dargeboten. Wir spielen heute mal wieder ein japanisches Indie-Horror-RPG. Wer hätte das gedacht? Und zwar eines, was vielleicht der ein oder andere von euch schon kennt. Es gibt schon lokalisierte Versionen von diesem Spiel. Und es ist auch recht populär in den bestimmten Kreisen und Zirkeln und in den Fetischclubs der RPG-Freunde. Sagen wir es mal so. Der Titel lautet Ningyonuma. Was so viel heißt wie der Sumpf der Meerjungfrau. Mermaid Swamp. Im Englischen und unter diesem Namen ist es auch bekannt. Wurde geremaked vor schon langer, langer Zeit. Und ich habe mir gedacht, komm, Kurnando, das bin ich. Ich setze mich ran, ich spiele das. Und übersetze das halt auch nochmal. Obwohl es schon die lokalisierte Version gibt, übersetze ich es halt nochmal. Ergibt nicht viel Sinn, aber mache ich trotzdem. So, ich bin sehr interessiert und gespannt, was das für ein Spiel ist, was uns erwarten mag. Und ja, entwickelt wurde das von Udi Games. Die sind auch, beziehungsweise die Entwickler oder der Entwickler ist auch bekannt dafür, dass er gleich The Crooked Man gemacht hat und noch irgendwie was, weiß ich nicht, irgendwie so andere bekannte Spiele. Und Mermaid Swamp ist halt auch einer der bekannteren Titel. Wie gesagt, das spielen wir jetzt und das ist für mich blind. Ich habe noch nichts davon gesehen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß nur, es soll gut und gruselig sein und das ist die Hauptsache. Und wir haben jetzt hier unten viererlei Optionen unten in der Bildschirm, im Bildschirmbauche sozusagen. Einmal Saikai. Wieder beginnen, wieder eröffnen. Haben wir aber noch nicht. Wir können noch nicht fortsetzen. Kaishi starten, Studio beenden und Tokten. Ist eigentlich sowas wie Privileg oder so. Kann man da was freischalten? Ich hoffe doch. Ich will da jetzt gar nicht draufklicken. Ich will erstmal hier rein starten. Das machen wir mit einem schönen Druck auf die Enter-Taste. Oh, und wir tauchen und es blubbert. Und da kriegen wir gleich einen Text vorgesetzt. Und da steht jetzt wie folgt: Dieses Spiel ist Horror pur. Das ist ein Horrorspiel. Und es enthält natürlich auch furchteinflößende Darstellungen, drohende Darstellungen. Ein Teil sogar grotesk und auch erotisch. Erotik sehen wir. Also bitte passen Sie auf. Und ja, um noch weitere Probleme zu vermeiden, sollten Sie bitte den Text, der jetzt hier folgt, nochmal ganz schnell durchlesen und durchkauen. Ja, denn es ist so, dass wir uns natürlich an die Regeln halten müssen. Das ist jetzt von dem Entwickler hier selbst geschrieben. Und der haftet natürlich für nichts, wenn wir jetzt hier irgendwie was Falsches machen oder sowas. Das ist ganz, ganz problematisch. Deshalb, wir müssen jetzt einmal hier kurz durchlesen. Machen wir ganz schnell. Und was gibt es denn hier für Punkte, die wir bedenken müssen? Also, wir dürfen die Inhalte des Spiels nicht noch einmal verwenden. Das ist verboten, ja? Die Wiederbenutzung. Und darüber hinaus ist auch das Teilen der Spielefiles verboten. Darf man nicht. Ausgenommen natürlich, wenn man das übersetzt in Fremdsprache. Und ja, wenn man das in einem im Rahmen eines Clips, in den Videos verarbeitet, dieses Spiel, was wir hier jetzt auch machen, muss man auf jeden Fall die Credits zeigen. Habe ich auch gesagt, Udi Games, ne? Mr. Udi Games, du hast es entwickelt, ich will das auch nicht für mich beanspruchen. Und ja, den Rest kann man auf der Seite von dem Entwickler sehen. Ich werde die verlinken unten in der Kommentarzeile, bitte nicht hier im Infotext. Kommentarzeile, ich kann ja auch posten. Wenn ihr das wollt, poste ich es auch da. Nein, in den Infotext. Und ja, und für all die Schäden, die entstehen im Laufe des Spiels, also wenn jemand psychische Schäden mit davon trägt, dann nervt der Typ natürlich nicht, der es entwickelt hat. Danke, so, das war langer Text, langes Intro, jetzt wollen wir mal reinstarten. So, jetzt komm hier, zack, was ist das denn da? Bläschen, Feuchtigkeit, man merkt es schon, es ist schon, mir wird schon hier, ich schwitze oder mir wird schon nass, am ganzen Körper, der benässt schon. Und da spricht jemand und sagt, was ist das? Dieser Ort hier. Bin ich etwa unter Wasser? Warum bin ich hier an diesem Ort? Und ihr merkt schon, ich übersetze das natürlich, ne? Japanische Spiele, Originalsprache, ich versuche das so gut wie möglich zu übersetzen. Ist da wer? Dade Kaido? Ist da wer? Das fragen wir uns natürlich, das wollen wir jetzt natürlich auch in Betracht ziehen, dass da vielleicht jemand ist. Und dann gucken wir mal, was wir da haben. So, Rin, schreibt da jemand oder fragt uns jemand irgendwie, ne? Rin ist dein Name in diesem Fall. Rin, hey, wach auf! Rin, wach auf! Sind wir das? Sind wir Rin? Ach, guck mal. Da stehen doch schon vier schnieke Gestalten im Innenraum eines Gefährts, eines Autos oder dergleichen. Und da spricht jetzt schon die erste Person mit dem Namen Wakatsugi Seitaro.
in unserer Reihenfolge, also dein Vorname, Setaro Wakatsuki. Und der sagt jetzt wie folgt. Hey, wie lange willst du noch hier pennen? Wach endlich auf! Das ist der gute Herr wahrscheinlich, der nach zu seiner Linken blickt. Auf die gute Dame mit dem blonden Haar. Und da haben wir so, guck mal, hier nochmal richtig schön. Ach, guck mal. Schokoladenseiten eingefangen. Fantastisch. Vier Jugendliche auf einer Art Roadtrip. Und nun spricht Yamazaki-rin. Und die sagt, ach, halt doch mal dein Maul. Die spricht tatsächlich gerade sehr, ja, sagen wir mal, ein bisschen vulgär, ne? So ein bisschen untriebig, du. Halt dein Maul. Ich lass mich noch ein bisschen schlafen, ist doch gar kein Problem, oder? Und nun antwortet Seitaro, ein bisschen ist gut. Du hast die ganze Zeit gepennt. Guck doch mal. Yuta ist die ganze Zeit am Fahren. Der ist die ganze Zeit am Steuer. Also, kannst du mal ein bisschen Rücksicht nehmen? Meine Fresse. Ich sehe an dir kein bisschen deiner Weiblichkeit. Du hast kein bisschen Femininität an dir. Ja, keine Weiblichkeit, kein weiblicher Charme, den du ausstrahlst. Als würde ich dir meinen weiblichen Charme zeigen wollen. Oha, die sind nicht... Ich weiß nicht, was ich lieb, das neckt sich sozusagen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und jetzt haben wir hier noch eine Person, die da spricht, und zwar Kikuchi Yuka. Die gute Yuka. Und die sagt jetzt, guten Morgen, Rin. Du hast doch die ganze Zeit seit Mittag schon die ganze Zeit geschlafen. Konntest du jetzt überhaupt gut schlafen noch? Ja, sagt jetzt die gute Rin. Ja, wobei... mein Erwachen war nicht so schön, ja? Wegen diesem ollen Tölpel da neben mir. Wakahage. Dieser Glatzkopf, der mit den hohen Geheimratsecken, ja? Aber sonst kann ich ganz gut schlafen. Pff, halt doch dein Maul, du. Du Äffchen, du. Du Bergaffe, du. Jetzt einfach mal direkt übersetzt. Und Seitaro spricht weiter. Übrigens, Yuta. Wo sind wir hier eigentlich? Du hattest doch gesagt, dass wir bald den Highway erreichen sollten, also auf die Autobahn abbiegen sollten. Aber wenn ich mich hier umgucke, hier sind nur Berge. Sind wir irgendwo im Gebirge gelandet? Und nun spricht Takahashi Yuta. Also Yuta Takahashi. Der sagt jetzt, sorry, ich muss eingestehen, ich weiß selbst nicht so genau, wo wir hier sind. Und Seitaro antwortet, ha? Heißt das etwa, du hast dich verfahren? Ja, antwortet Yuta. Ich habe absolut keinen Schimmer, wo wir hier gelandet sind. Und Yuka antwortet, nein, das kann doch nicht sein. Du hast doch gesagt, du wolltest versuchen, den Bergpfad zu nehmen, weil das eine Abkürzung sein sollte. Ich dachte, du wüsstest, welchen Weg du fährst. Sorry, antwortet Yuta. Anfangs wusste ich's ja auch noch, aber... irgendwie auf dem Weg dann den Berg hinauf habe ich dann auf einmal nichts mehr gesehen. Ich wusste auch nicht mehr, wo wir waren. Dann war auf einmal der Nebel so stark und so dicht und... sorry. Und den jetzt? Hey, das ist nicht zum Lachen, du aller Tintenfischkopf, du. Mann, deshalb habe ich doch gesagt, es ist total schwachsinnig, auf Reisen zu fahren mit deinem Auto, ja? Diese alte Klapperkiste, wo nicht mal ein Navi dran hängt, ja? Kein Navigationsgerät, wie soll man denn überhaupt hier noch zurechtfinden? Hey, sag das nicht, antwortet Yuta. Ich habe doch gesagt, dass es mir leid tut. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Hier sind auch nirgends Schilder oder so, die den Weg ausweisen. Also, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo wir hier lang müssen. Was? Fragt Yuta. Und Yuka? Warum bist du stehen geblieben? Ich hab keine Ahnung. Das Auto bewegt sich auf einmal gar nicht mehr. Warte mal kurz. Ich versuch nochmal den Motor zu starten. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Das Ding scheint komplett Schrott zu sein. Und Seto antwortet. Hey. Ernsthaft? Ist das dein Ernst? Alter, hör auf mit dem Scheiß, du Idiot! Das gibt's doch nicht! Ich glaub's nicht! Oh, wartet kurz mal, ich geh mal draußen kurz gucken, was hier Sache ist.
Ich kann da bewegen. Wir können ja ein bisschen Pfiff hier geben, der Guten. Und jetzt die Sache, die Szenerie. Und so, und wir sind, wie ihr seht, irgendwo im Wald gelandet. Hier ist nichts irgendwie auffällig, ist alles noch ganz normal. Warum bewegt sich die alte Klapperkiste nicht? Hä? Also, ich kann mir da Gedanken machen, wie ich will, wenn ich mir das genau angucke hier. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal vorne, Mundohaube auf. Aber hier scheint nichts verändert zu sein. Keine ungewöhnlichen Erkenntnisse, die sie hier machen kann. Ja, was sollen wir jetzt machen hier? Nix hier, gar nichts. Hinten vielleicht. Dort vorne, da ist doch jemand! Oh, tatsächlich. Und zwar ein Greis, steht da. Ein Greis. Hast du mich aber verjagt? Was machen Sie denn hier, Milady? Hier irgendwo im Gebirge, im Wald, meine liebe Dame? Was ist das denn hier? Das ist ein alter Knacker. Meine Fresse, warum erschrecken Sie mich so? Ich bin mit ein paar Kumpels aus der Uni unterwegs, hier auf Reisen. Und auf einmal bewegt sich unser Auto nicht mehr. Ist stehen geblieben. Oh, das ist aber ein großes Problem. Mo, habt ihr vielleicht irgendwo hier eine Möglichkeit, unterzukommen, zu übernachten? Nein, haben wir nicht. Wenn sich der Wagen jetzt nicht bewegt, dann müssen wir wohl die Nacht im Auto verbringen. Oh, das ist aber schrecklich. Das ist aber nicht gut, du. Aber mein Auto ist... mein Auto nicht, mein Haus. Mein Haus ist direkt hier in der Nähe. Also, ihr seid herzlich willkommen. Ihr könnt gerne mitkommen. Es ist zwar noch Hochsommer, aber in der Nacht wird es ganz schön kühl dort, müsst ihr wissen. Wirklich? Ich frag mal kurz meine Freunde. Uha. Wollen wir dem folgen? Ich weiß ja nicht, so ein alter Knacker irgendwo im Wald. Ich trau der ganzen Sache nicht so richtig. Und Yuka, sag es. Ach, Gott sei Dank. Vielen lieben Dank, mein Herr. Aber ist es wirklich in Ordnung, dass wir uns in dieser großen Anzahl Ihnen aufdrängen? Wie viele Leute? Oh, kein Problem. Ich bin Großgrundbesitzer hier in dieser Region. Und ich habe ein viel zu großes Anwesen. Deshalb macht ihr da mal keine Sorge. Und nun? Ah, sagt er seinen Namen. Ah, okay. Oh, ich habe ganz vergessen, mich hier vorzustellen. Mein Name ist übrigens Tsuchida Yukio. Also Yukio Tsuchida heiße ich. Ich bin ein einsamer alter Mann, der hier alleine lebt, hier in den Bergen. Und ganz ehrlich, ich freue mich, wenn ein paar Jugendliche herkommen. Dann wird mein Haus mal ein bisschen belebter. Sie sind uns wirklich eine große Hilfe, sagte Seitaro. Wir werden das Auto natürlich morgen reparieren lassen und dann von hier verschwinden, versprochen. Oha. Oha. Was für eine Entwicklung. Und da sind wir schon. Oh, ein schönes stattliches Haus. Guck mal, was für so große Bäume davor. Und hier eine Art Gedenkstein auch noch. Also das ist schon, pompös, mag man sagen. Nun antwortet der alte Yukio. Dies hier ist mein Haus. Und Yuta antwortet. Wow, das ist ja ziemlich krass groß. Und hier ist ein großer Sumpf davor gelagert. Ist das ein künstlich angelegter Teich oder was ist das? Nein, nein, das ist ein Sumpf tatsächlich, ja. Und ja, also es ist so. Eigentlich früher war das so, dass hier dieser Sumpf wurde angelegt hier um das Haus. Das wurde hier dann direkt an der Peripherie des Sumpfes für das Haus angelegt und ja, das wurde hier errichtet. Und jetzt spricht Yuka. Dort drüben ist ja auch noch ein Anwesen. Ist das etwa auch Ihr Haus, Herr Tsuchida? Ja, aber das benutze ich derzeit nicht. Denn, nun, du musst wissen, am Ende der Showa-Zeit habe ich das Haus hier neu errichten lassen. Das ist also Neubau. Und die Showa-Zeit endete um 1988 so. Da wurde das neue also Neubau, also das ist schon eine schicke Kiste. Und da müssen wir gucken, was wir da gleich sehen.
Und nun, Yukio spricht weiter. Oh, es wird ganz schön kühl hier draußen, nicht wahr? Wir sollten mal schleunigst hineingehen. Ich führe euch den Weg zu den Gästezimmern. Also gut. Wir vertrauen ihm einfach. Oh, jetzt aber ganz nah hier auf Tuchfühlung ist der alte Herr. Aber ein schönes Zimmer hat er uns ausgesucht. So, das ist das Zimmer für Sie, Frau Edin. Und ja, es tut mir leid. Das ist ein bisschen altbacken hier, ne? Ist auch ein bisschen muffig, das Zimmer. Dafür muss ich mich jetzt entschuldigen. Absolut nicht. Nein, Quatsch. Ich muss sagen, ich mag diesen Retro-Charme von dem Zimmer. Und danke, dass Sie sich um uns kümmern, alter Knacker. Übrigens, ihr müsst alle ziemlichen Kohldampf schieben, oder? Ich werde für euch mal ganz schnell was zum Abend kochen. Dann bitte, bis es fertig ist, guck dich um, mach, was du magst. Fühl dich wie zu Hause. Der ist doch viel zu nett, oder? Der ist doch viel zu nett, oder? Der ist mir schon nett. In gewisser Form. Oh, guck mal da. Yamazaki. Edin. Und wir haben hier verschiedene Optionen. Hier einmal ihr Inventar. Können wir da mal reingucken? Sie hat ihr Smartphone dabei, natürlich. Edins Smartphone und hier ein Ladekabel. Und das ist natürlich schon genau das, was man braucht. Mehr brauchen wir eigentlich nicht, ne? So. Spielefortschritt. Ach du meine Güte, 0%. Hier können wir scheinbar einige Dinge noch erleben. Ich will das jetzt gar nicht übersetzen, weil wir da vielleicht dann auch was spoilern. Deshalb, ich gehe da mal ganz schnell weg. Kidoku speichern. Wir haben, wie viele Speicherstände? 10 Stück. 10 mal können wir speichern. Ich mache mal hier auf dem ersten Plattform mal meinen Stempel drauf. 17 Minuten, wenn wir in-game. Schon mal was. Und Settings sind die Einstellungen. Da können wir Soundeffekte und so alles hier justieren und nochmal hier entweder speichern oder wieder auf den Anfang Zustand zurückversetzen. Das wollen wir jetzt nicht machen und beenden wollen wir jetzt auch noch nicht. Dafür ist es noch zu früh. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wo wir hier überhaupt wohnen. So. Eine Mülltonne. Und hier ist auch ein Tisch. Und bei der Tischlampe ist auch eine Steckdose. Aha. Da steht das Gleiche. Ein großes Regal hier. Ein schöner Schrank und da sind... habe ich erstmal meine ganzen Reisesachen reingetan. Da wir ja nicht wissen, wie lange wir hier sind. Vielleicht nur die Nacht, aber wer weiß, ne? Hier haben wir noch einen Ofen. So ein Kamin eher. So. Ach, guck mal. Kollege, Seetaro. Hey, Rin. Ich würde dich bitten, gegenüber von Herrn Tsuchida nicht so eine schroffe Redeart zu nutzen, ja? Also sei mal bitte ein bisschen höflich. Der kümmert sich um uns die ganze Zeit. Da können wir nicht so kommen. Das geht echt nicht. Ha? Was laberst du? Unhöflich, hä? Ja, du weißt, du kannst ihn nicht einfach alter Knacker oder sowas nennen, ne? Also wirklich. Der macht für uns jetzt auch extra Essen. Der bereitet für uns Abendessen vor, ja? Sei also bitte nicht so schroff. Das kann man nicht machen. Du kannst nicht so dreist ihm hier entgegenfahren. Hey! Pff. Ach, guck mal. Das ist jetzt, sind jetzt die Zimmer von unseren Leuten. Die kleine Yuka. Hey, Edin, hast du schon die Bilder gesehen, die den den Flur schmücken? Nein, habe ich mir noch nicht angeguckt. Bitte, schau sie dir mal an. Da sind Frauen gemalt worden. Und diese Frauen, die sind so wunderschön. Ha? Huh? Ah, okay, ich guck's mir an. Können wir hier noch was finden oder ist das wahrscheinlich das gleiche, ne? Ja, der gleiche Text. Hier noch was Schönes? Da haben wir doch den guten Jüter. Hey, Edin! Hast du schon gesehen, ey, der Sumpf vor dem Haus, der ist ja wirklich riesengroß. Ich war einmal schon draußen, ich habe mir das angeguckt, das ist echt wunderschön. Ach, ehrlich? Ich weiß ja nicht. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist einfach nur schlammig, matschig, schmutzig. Weiß ich nicht, gefällt mir nicht so. Ach, Quatsch. Guck ihn dir nochmal genauer an, ja? Und morgen gehen wir dann mal zusammen alle schwimmen. Was? Wenn du da drin schwimmen gehst, dann kommst du mir bitte nicht mehr zu nahe, ne? Das stinkt doch. Dieses alte Sumpfmoderwasser da. Im Sumpf würde ich auch nicht schwimmen wollen, um ehrlich zu sein. Oh, guck mal hier. Ein Washitsu, ein japanisches Zimmer.
Hier haben wir noch einen Schrank. Hier auch. Okay. Das ist verdammt creepy. Das ist eine Meerjungfrau, eine japanische Meerjungfrau scheinbar. Was ist das, denkt sich Eden? Sehr widerwärtig! Blumen! Oh. Und hier haben wir eine Wanduhr und einen TV-Tisch mit TV, also Fernseher. Und natürlich auch noch ein DVD-Player. Also hier wurde wirklich mit der Ausstattung nie gespart. Und hier haben wir noch eine Blume und einen festen Telefonanschluss. Müll. Hier haben wir noch einen Kamin. Hier haben wir auf dem Glastisch einen Aschenbecher. Kommen wir hier rein. Ach, da kommen wir wieder raus. Und dann sind wir hier. Oh, guck mal da. Das ist die schöne Frau. Die ist aber wirklich hübsch. Ja, das ist wirklich. Eine Perle ist das. Die Toilette. Da haben wir ein Klo mit Kloschüssel und allem. Hier ist Toilettenpapier und hier ein kleines Waschbecken. Und aber man muss beachten, Toilettenpapier oben auf dem Schrank. 7 Rollen sind noch aufgespart. Gott sei Dank hat er vorgesorgt. Jetzt, wo wir hier 4 weitere Köpfchen sind, 5 Leute, da brauchen wir, sind die an einem, in einer Nacht sind die 7 Rollen weg. Hier ist abgeschlossen. Aber hier war noch eine Tür, ne? Yep. Ah, guck mal. Die Küche, was macht der denn da? Der brutzelt da was oder brät was oder jetzt kocht was. Und Yukio sagt, oh, Frau Lin, ich hab mir gedacht, ich koch für euch ein bisschen Oyakodon. Wie wär's damit? Oyakodon ist ein Donburi-Gericht. Donburi heißt immer eine Schale Reis mit was obendrauf. Und Oyako heißt übersetzt wie Elternteil und Kind. Wäre übersetzt so viel, aber hier Oyakodon. Hühnchen mit Ei, sprich das Huhn, die Mutter, und das Ei, das Kind, obenrauf, wird verspeist. Oyakodon. Also, wie wär's mit Oyakodon? Hä? Ich hätte lieber Gyudon. Gyudon ist auch ein Donburi-Gericht, sprich Reis, mit Yu oder Uchi obendrauf, das ist Rindfleisch. Beef, ne? Ich hätte lieber Gyudon. Das tut mir aber leid, aber... Das Rindfleisch ist mir schon ausgegangen. Oh, ich entschuldige mich dafür. Ne, ist schon okay. Ich hab Sauhunger und ist mir egal. Ich fress alles, was ich vorgesetzt krieg. Ja, aber bitte, könnt ihr mal darauf achten, dass ein bisschen hier Frühlingszwiebel raufklatschen oben? Das wäre wär schön. Verstanden, ja. Bald ist fertig, deshalb machen Sie sich gemütlich. Gebt euch Essen. So ein großer Kühlschrank. So, da haben wir noch einen großen Topf drauf, ja. Da werden wahrscheinlich die Eier drauf drin bearbeitet. Hier ein Spülbecken. Da ist die Ablage, da kann man dann Geschirr spülen. Handseife haben wir da alles. Hier noch Mülleimer. Einen großen Besteck- und Geschirrschrank. Müll und das ist der Essbereich. Hier ein Regal mit Blumen drauf. Und hier haben wir noch ein Bild. Ach, guck mal, auch so eine Schönheit, ne? Das ist eine richtige, richtige Schönheit. Kann man mal sagen, ne? Holdes Weibsbild. Bisschen schroff ausgedrückt, aber, ne? Hier, ui, gebettet irgendwo auf Blumen. Ein wundervoller Anblick. Hoffentlich nur im Schlafen. Wie gesagt. Können wir denn, hier, das ist der Eingangsbereich, ne? Ach, wir können noch rausgehen. Ach, sieh mal einen an. Boah, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein riesengroßer Sumpf. Nur wegen dem Nebel kann ich leider die andere Küste gegenüberliegend nicht mehr sehen. Hä? Was ist das denn hier? Irgendeine Art Gedenkstein, Steinmonument oder irgendwie sowas? Was steht da? Kade no Mono, also seins Umihama am Meer Nite gelegen dort. Was? Ah, oh, scheiße. Ich kann das nicht lesen, das Gekritzel da. Aber Seitaro wird es wohl wissen. Der wird es lesen können. Mann, das ist so, der weiß doch alles, so ein Klugscheißer. Der hat doch das Wissen intus. Ist wahrscheinlich altjapanisch, ist das geschrieben, ne? Altjapanische Schrift. Bisschen schwierig, kann nicht jeder lesen. Jeder Japaner. Zumindest nicht, wenn er keine richtige Schulbildung erfahren hat. In dem Sinne. Du interessierst dich also für das Steinmonument, oder?
Alter Knacker, verdammt, jetzt haben sie mich wieder erschrocken hier. Oh, das tut mir sehr leid. Kannst du überhaupt lesen, die Worte, die dort draufstehen? Die alte Schrift? Nein, konnte ich nicht lesen. Was steht denn da drauf? Oh ja, dort steht geschrieben die Legende. Die Legende, die hier in diesem Land lange tradiert und überliefert wurde. Die Legende über den Meerjungfrauensumpf hier. Legende? Meerjungfrauensumpf? Ja, es ist eine Geschichte, die weit zurückreicht. Bis in die Mitte der Meiji-Zeit. Meiji-Zeit, müsst ihr wissen, ist von 1868 bis 1912 gewesen, also so gut Anfang 20. Jahrhundert, so 19 und irgendwas Peng, wahrscheinlich hier bis dahin. Über 100 Jahre, ne, reicht diese Geschichte, also schon ein altes Stück. Und er sagt weiter. Ja, mein Haus, du musst wissen, ja, meine Familie hat hier seinerzeit, in der Meiji-Zeit, Mitte der Meiji-Zeit, hier regiert. Hat hier geherrscht, gehörte ihm. Aber... Wie gesagt, sie hatten nur das Land. Es sind hier nur Berge. Also sie besaßen nicht wirklich viel außer das Land hier. Ne? Und der Sohn des Familienoberhauptes seiner Zeit, der ist den Berg hinabgestiegen bis zum Meer, zur Küste, und hat dort eine Meerjungfrau gefunden. Was? Das klingt aber ein bisschen, was sie da erzählen, an den Haaren herbeigezogen, ja? Ein bisschen Unschuld, so ein bisschen Stuss, den sie erzählen, ja? Wie gesagt, es ist auch nur eine Legende. Jedenfalls dieser Mann, dieser Junge, der Sohn vom Oberhaupt, hat dann die Schönheit dieser Meerjungfrau gesehen. Und er war so in sie verknallt, dass er sie mitgenommen hat, hier in die Berge, in sein Haus getragen. Er hat für sie extra ein Aquarium gebaut, ein Wasserspeicher, und hat sie dort leben lassen, in diesem Aquarium. Und nun ja, was er getan hat, war frevelhaft. Er hat das Wasser aus dem Sumpf genommen, um das Aquarium zu füllen. So sagt man sich. Aber die Meerjungfrau, die ja im Meer gelebt hat, die kam natürlich nicht klar mit dem Sumpfwasser. Und so wurde ihr Körper immer schwächer. Sie hat sich verändert und wurde wirklich furchtbar entstellt. Ihr Aussehen war widerlich. Ihre schön durchschimmernde Haut hat sich aufgequellt, aufgequollen. Ihr sind die Schuppen vom Körper gefallen. Und ihre Stimme war krächzend wie der Klang einer klingelnden Glocke. Und sie wurde verwittert, verwittert wie so ein Teufelsdämon-Bestienviech. Und schließlich sah sie furchtbar aus. Ein schrecklicher Anblick. Sie starb. Hässlich, wie sie war. Und der Groll dieser Meerjungfrau, der war so tief und so tiefgründig und oh ja, die ganzen Dörfer hier in der Umgebung, die Frauen dort verschwanden aufgrund des Hasses der Meerjungfrau. Und Gerüchte besagten, das war der Fluch der Meerjungfrau. Und so wurde hier in Ehren, in Gedenken zur Beschwichtigung der Meerjungfrau dieser Stein gebaut. Und, wie gefällt dir die Geschichte? Nicht wirklich romantisch, ne? Aber interessant, oder? Sorry. Aber ich habe keine Ahnung, was sie da erzählt haben. Damit kenne ich mich nicht aus. Ja, sie können das Zetano erzählen. Ja, der interessiert dich für Romane und so einen Scheiß. Aber ich, nee, ich habe da kein Interesse dran. Ihre Geschichten können sie für sich behalten. Okay, ich verstehe. Ja, das Essen müsste jetzt fertig sein. Also, lasst uns mal ins Speisezimmer gehen. Ah, darauf habe ich gewartet. Lass uns ganz schnell reingehen. Ey, das ist ja eine gruselige Geschichte. Wenn da was dran war ist, dann mache ich mir mal Gedanken. Und nun Jutta sagt, oh, lecker. Oh, das ist so lecker. Oh, mein Herr, das ist wirklich fantastisch. Es freut mich, wenn ihr euch freut. Also, lasst euch Zeit, ist ganz entspannt. Und ja, ich habe schon Badewasser eingelassen und das aufgewärmt. Ihr könnt also dann baden gehen. Es ist viel vorgefallen heute. Ihr müsst müde sein. Also, ruht euch heute schön aus. Bis gleich dann. Oder bis morgen. Ja. Oder er wartet in der Badewanne. Kann auch sein. Wissen wir nicht. Mal gucken. Zelta, du sprichst jetzt. Yuka, du hast noch gar nichts gegessen. Was ist los? Nun ja, ich habe irgendwie nicht so Hunger. Ich bin so müde scheinbar. Und Jutta sagt, bist du in Ordnung? Wir werden uns darum kümmern, hier aufzuräumen dann. Also geh du schon mal schlafen.
Danke, Jutta. Gosusa! Das ist eine ganz verschrobene, schroffe Art, nach dem Essen, sagt man ja Gucci-Sauce, und ich sage, Gusasa, gut geschmeckt, lecker. Ja, also bitte, räumt mal auf. Jetzt, warum sollen wir denn dein Zeug auch aufräumen? Mach du das doch, deine Scheiße. Was bist du so unhöflich, du alte Tussi? Mann, die ist ja echt, das ist aber unsere Linie ist ja nicht so wirklich, ne? So, jetzt bin ich satt. Ich war auch baden. Jetzt kann ich schlafen gehen. So. Rappeln hier uns hier nochmal ins Bettchen rein. Schön zugedeckt. Oh. Doch, was sehen wir dort? Was? Ich bin wieder im Wasser? Okay, dann waren das die Gedanken von Nien gewesen am Anfang auch. Ist das ein Traum? Das kann doch nicht sein. Aber das kann doch nicht sein. Was? Das ist viel zu real, um dass es ein Traum sein kann. Aber ich kann mich nicht bewegen. Und es ist so kalt. Da ist wieder jemand. Wer ist das? Warum blickst du her? Ich bring dich um. Was waren das für bedrohende Worte? Der hat mich immer bedroht. Yukio, war das der Hausbesitzer? Es ist schon morgen? Was war das für ein komischer Traum? Was war das nur für ein komischer Traum? Und was hat das mit der Geschichte, der Legende vom Meerjungfrauensumpf zu tun? Das war die erste Folge. Der Pilot sozusagen. Wenn es euch gefällt, schreibt es in die Kommentarzeile. Wie gesagt, ich benutze das jetzt, keine Sorge, für diejenigen, die sich für die anderen Projekte interessieren. Das ist so ein kleines Mini-Projekt, was ich noch einschiebe. Was daran liegt, ich kann derzeit die anderen RPGs nicht weiterspielen, weil die Seite, auf der die Spiele sind, die wird gerade gemaintained. Die zieht, glaube ich, um auch irgendwie und hat Serverprobleme. Deshalb kann ich da nicht drauf zugreifen und meine Speicherstände sind wahrscheinlich auch wieder weg dann und ich muss alles neu spielen und deshalb hier so ein bisschen mal wieder was Neues, ein bisschen neuer Input von einem alten Spiel halt, was ich noch nicht gespielt habe. So, das sei gesagt, liebe Leute, und ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher und es wird dann mit Sicherheit noch sehr viel besser. Also lasst euch nicht entmutigen, falls es jetzt noch nicht so ganz spannend war für den einen oder anderen, aber wir werden uns hier noch weiter durchbeißen und in der Rolle von der guten, süßen Yamazakirin noch sehr viel mehr Spaß haben. Das war's an dieser Stelle. Ich speichere nochmal ganz saftig hier unten rauf und sage danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und munter und auf Wiedersehen!